Halli, hallo, hallöle, willkommen zurück zu Magic the Gathering Arena. Heute werden wir wieder alles verlieren, was wir so verlieren können. Es geht ab die Post. Im letzten Monat haben wir Goldstufe 2 erreicht im Constructed. Limited spielen wir ja nicht. Und dadurch kriegen wir ein bisschen was. Erstmal so ein bisschen Gold, zwei Booster und die clevere Luminantin als besondere Karte. Und wir landen bei Silberstufe 3. Naja, gut. Und wir kriegen als Belohnung noch das hier. Weil irgendwas mit Prismari ganz gut war. Hier, nicht Prismari, Blütenwelt. So. Wir öffnen und kriegen raus. Ja, das Spiel muss immer wieder klarkommen. Karten. Aha, nichts Neues auf alle Fälle. Oh, den Blütenwelkbefehl. Den kriegen wir auf alle Fälle mal. Bestimme 2. Ein Spieler deiner Wahl mildt 3 Karten, bringe dann eine Länderkarte aus seinem Friedhof auf deine Hand zurück. Zerstöre eine bleibende Karte deiner Wahl mit Mana-Betrag 2 oder weniger, die weder eine Kreatur noch ein Land ist. Eine Kreatur deiner Wahl erhält -3/-1 bis zum Ende des Zuges. Ein Gegner deiner Wahl verliert 2 Lebenspunkte und wahrscheinlich du erhältst 2. Ja, genau. So. Nichts Besonderes eigentlich, aber kann man mal reinnehmen. Und hier mal ein Prismari Campus. Und Blüten waren pur Magier. Eine Traubkartusche, okay. So, oh, es gibt historische Anatologie 5. So, bei den Angeboten gibt es auch nichts Besonderes. Das ist eine Kartenhülle. So, ja, oho, gut. Wandels sind da, glaube ich, nur Dinge aus mehreren. Warum hängt denn das hier? Aus mehreren Karten, genau. Das Ding muss erstmal wieder klarkommen. Uhu, ein Black Lotus Bundle. Mit einer Kartenhülle und einem Begleiter. Man kann natürlich nicht alle kaufen, ne? Einige muss man sich halt freispielen über die Meisterung. Ist halt einfach so. Ein Sonnenring. Sieht aber interessant aus. Uiuiui. Es gibt Hüllen, die machen halt nicht viel. Gut. Begleiter, was haben wir da noch? Spieler. Amon Katz. Und ein schwarzer Lotus. Okay. Können noch ein paar Booster kaufen. Noch mehr Karten, yay. Und zwar, das mache ich Schwurmagier, okay. Eine sagenhaft seltene, okay. Wildcard. Und ein Pigmentsturm, den haben wir jetzt hier auch mal. Wille der Götter. Okay. Wir bauen mal jetzt erstmal nichts an den Decks um. Wir gucken mal, was wir heute machen müssen. 30 grüne oder weiße Zaubersprüche. Weiße oder grüne Zaubersprüche. Schwarze oder rote. Prismari. Warum sage ich heute die ganze Zeit Prismari?
Blütenwelk. So, meine Güte. Ich bin die ganze Zeit auf Prismari geeicht, obwohl es Blütenwelk heißt. Wir spielen Blütenwelk. Prismari ist nicht so das Deck, was ich halt kann, genauso wie Quandrix. Das sind irgendwie nicht so meine Farben. So. Ja. Wir haben zweimal die Dschungellichtung, dann kriegen wir schon irgendwas hin. Diener! Lebenskraft einflößen. Okay, irgendwas. Na gut. Ich kann zuerst die Dschungellichtung spielen, weil ich kann ja eh nichts ausspielen erstmal. Den Drachen haben wir auch auf der Hand. Vielleicht gewinnen wir auch, weil er aufgibt. Gibt's hier leider auch oft. Hallo. Oh. Geht ja schon mal gut aus. Los. Bam. Immer weiter zu drücken. Das ist mir in der letzten Zeit schon öfter aufgefallen. Ich sollte diesen Knopf einfach öfter betätigen. Jetzt haben wir hier friedliche Bucht, also es ist selber wie das. Tappe eine Kreatur deiner Wahl. Kann er machen. Was mir relativ egal ist. Oh, hallo Fippe. Willkommen im Stream. Erstmal Lebenspunkte dazu bekommen. Erweiterte Anatomie spielen. Der Gegner verliert erstmal was. Ich kriege Lebenspunkte. Dann einmal das hier. Ich kriege wieder Lebenspunkte. Der wird jetzt hier wahrscheinlich blocken, ist mir egal. Also, eigentlich müsste er so blocken. Das andere macht keinen Sinn. So. Was macht das? Was? Okay. Eins, eins. Hier. Ich leider irgendwie keine. Bekommen hier leider irgendwie keine Länder mehr auf die Hand. Ich bin noch nicht ganz da, wie man gerade merkt. Das ist ja, wenn Urlaub beginnt und man noch nicht ganz da ist, weil man etwas länger schläft als sonst. So, Gefängnissphäre.
So, ja gut. Ja gut. Komm, jetzt mach meins. Oh, guck mal, wer ein Land. So. Weiter. Soll ich das machen? Ich kann ja eh nicht enttappen gerade. Die hängt hier. Du erhältst 3 Lebenspunkte dazu. Ziehe eine Karte. Ja gut, das stört mich nicht. Das stört mich gerade eher. Ich glaube trotzdem, ich habe erst 20 Lebenspunkte da. Noch. Also ich habe 20 Lebenspunkte noch. Ich habe keine Kreaturenkarte im Exil. Komm, greif einfach an. Weiter. Und die kann noch nicht mal blocken. Ja, verrechnen. 5-6 ist schon etwas heftiger. Du erhältst 4 Lebenspunkte dazu. Jetzt heil dich nicht. Schädling. So, jetzt wird er ein bisschen blocken. Das ist mir aber egal. So. 3-3. Nimm mal die weg. Ah ja, der Archon. Das heißt, da kommen ja noch mehr. Pegasi. So. Ja eh gleich mit Lebensverbindung. Das würde ja mein ganzes System hier gerade gar keinen Sinn ergeben. Bams. Legst du auf jede andere, die du kontrollierst, eine 1-1? Okay.
Aber nur auf zu Beginn deines Versorgungssegments. Ah, guck mal, Land. So. Ach Gottchen. Und stärker. Langsam wird's nervig. Aber noch haben wir... Okay. Aber immer noch haben wir mehr. Gut, der war unnötig, aber okay. Trampelschaden, ganz ehrlich. Wusch. Es gibt wieder Makarinus. Ja, wenn Leute nichts schreiben im Chat, dann reagiere ich übrigens nicht weiter auf die. Das habe ich mir mittlerweile so ein bisschen angewöhnt. Weil... Das Problem ist, wenn Leute followen und die schreiben dann die ganze Zeit nichts, ist es für mich ein bisschen schwierig nachzuvollziehen, sind die noch da oder sind sie im Lurk-Modus. Ich kenne es ja von mir selber, ich schreibe ja auch nie immer was. Ja gut, das mit den Tappen ist halt dumm. 10 Lebenspunkte zu bezahlen. Aber was machst du jetzt? Das machst du und das machst du. Echt Sinn. Volle Info. Da steht für jeden, zu Beginn jedes Versorgungssegments. Das heißt, ich kriege immer jetzt ein Kreaturenspielstein. Schädling Kreatur Spielstein Kreatur mit wenn diese Kreatur stirbt, erhält so einen Lebenspunkt dazu. Komm. Ja. Oben oder unten? Über unter den oder unter der Macher. Der Sinnpfeiler macht ja da drunter sehen. Eben. Jetzt hat er mehr Lebenspunkte als ich. Naja.
Flieger. Ich kann ihn nicht blocken. Autsch. Ein. Naja, ihr seht schon. Naja, den wird er zwar blocken, aber das ist mir relativ gerade egal. Ich hasse diese Lebensverknüpfung. Und ich hasse diese Marken. Ja, ist halt ein Flieger, ne? Mit Lebensverknüpfung und Wachsamkeit. Nervige Kombo. Wäre eh verloren. Tut überhaupt nicht zur Sache. So, noch mal Lebenspunkt verloren. Wutsch. Ah ja. Ein Pegasus. Mit Lebensverknüpfung. Weil andere Pegasus-Karten, die du kontrollierst, haben nämlich Lebensverknüpfung. Hä? Ja. Okay. Dann macht sie das einfach. Ja, war nicht gerade die beste Runde. Aha. Okay. Boah. Hatten würde ich erstmal behalten wollen. Dann spiele ich einen Sumpf und den Schattenträger. Das ist erste Runde. Dann der Wald und der mächtige Buschköter.
zweite Runde. Und die Egelfanatikerin. Und einfach nur, damit ich noch eine Karte ziehen kann. Dann haben wir gleich nochmal einen Buschköter. Muss aber mal was rausspielen. Lebenspunkt. Weil die Karte hat gar nichts gebracht. Oh, guck mal, das Strixhaven-Stadion. Geht gerade ein bisschen schnell. Ja. Einmal verschneit. Immer verschneit. Ja. Du musst noch was blocken, wegen dem Strixhaven-Stadion.